Stunde. Im vorletzten Vortrag, wo wir einen Blick nach Estland geworfen haben und ich zumindest sehr gestaunt habe, was dort schon alles möglich ist, kam im Chat die Frage, wie denn dort die Lernräume aussehen, ob es auch Beispiele gibt, wie das architektonisch umgesetzt wird oder ob die einfach nur digitalisieren. Wir haben sie nicht ausführlich beantwortet, weil wir jetzt noch mal eine ganze halbe Stunde dafür Zeit haben. Es ist nämlich eine Frage, die sich das BMBF tatsächlich auch gestellt hat und das schon vor Covid. Damals ging es nämlich darum, ein Projekt auf die Beine zu bringen namens Wirkfaktoren und Good Practices bei der Gestaltung hybrider Lernräume. Und pünktlich zum Start des Projektes kam dann Covid. Das heißt, das Projekt lief jetzt schon 3 Semester lang, läuft auch noch 1,5 Jahre. Und das Spannende an dem Projekt ist also, dass wirklich beide Welten Teil des Projektes sind. Die unerwartete Covid-Situation mit der Remote-Era und jetzt dann irgendwie das hybride neue Normal. Also eigentlich könnte es besser nicht sein, um für das Projekt spannende Ergebnisse zusammenzubringen, zumal jetzt ja auch dann nicht nur Ergebnisse aus den teilnehmenden Instituten einfließen können, sondern in Deutschland noch wahnsinnig viel mehr passiert ist, was bestimmt das Projekt auch noch informiert. Was dort drinnen bisher zutage gekommen ist, was spannende Beispiele dafür sein könnten, wie man Räume, wirklich physische Räume, für die hybride Lehre aufbereitet. Das hören wir jetzt von Christian Kohls. Er ist Professor für Informatik, aber auch der Dekan für das Thema an der TH Köln. Das ist nämlich spannend, weil das heißt nämlich, dass er sich nicht nur mit den Themen beschäftigen kann, sondern auch mit der Umsetzung und da seine Hand im Spiel hat, wenn es darum geht, tatsächlich dann auch die TH zu gestalten. Und unabhängig von der Position beschäftigt er sich schon lange mit hybriden Lernräumen, sucht nach Good Practices, die als Entwurfsmuster dienen können, beschäftigt sich mit Design Thinking und kann jetzt eben in wirklich dann auch Kraft seines Amtes da die besten Erkenntnisse umsetzen. Ich bin gespannt, was er uns mitgebracht hat und was die Kollegen und Kolleginnen, die auch an dem Projekt beteiligt sind, sonst noch schon an tollen Maßnahmen auf die Beine stellen. Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ja, wie sieht der hybride Campus der Zukunft aus? Und ich bin jetzt nicht Dekan von der ganzen TH Köln, es gibt ja verschiedene Fakultäten, aber unsere Fakultät hat eine Besonderheit, die Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften. Wir haben einen eigenen Campus. Wir sind nicht direkt in Köln, sondern in Gummersbach draußen. Insofern können wir einige Sachen dort auch ausprobieren. Und die Bilder, die ich jetzt zeige, die sind in der Regel auch direkt bei uns auf dem Campus aufgenommen. Für mich bedeutet Hybridität nicht einfach nur, dass ich eine Veranstaltung, ob es jetzt ein Seminar ist oder eine Vorlesung, übertrage. Das gehört auch natürlich in den Rahmen hybrider Lehre, aber es ist eben nur ein Teilaspekt. Und ich möchte Sie in den nächsten 20 Minuten so ein bisschen mitnehmen, Anregungen geben, was vielleicht noch mehr möglich ist. Und vielleicht so ein paar Beispiele, die ich zeigen möchte. Einerseits geht es mir darum, dass man hybrid zusammenarbeitet. Und wir sehen hier auch Bilder, die sind vor der Pandemie aufgenommen, wo Studierende in Räumen arbeiten, physisch vor Ort, präsent, aber eben mit digitalen Medien. Man sieht hier, dort wird viel mit Sticky Notes gearbeitet. Und eine von den Herausforderungen ist immer, wie kriege ich die Sachen, die im physischen Raum geschehen, wie kriege ich die schnell in den digitalen Raum? Da haben wir Werkzeuge entwickelt, zum Beispiel, dass ich mit dem QR-Code einfach mich in eine Session einlogge, das Ganze dann aufnehmen kann und dann an ein digitales Whiteboard bringe und dann eben das, was ich im physischen Raum gemacht habe, dokumentieren kann, da drauf schreiben kann und so zum Beispiel auch den Prozess, wie ein Ergebnis entstanden ist, dokumentieren kann und dann direkt auf eine Lernplattform hochladen kann. Andere Beispiele, für mich eins der Werkzeuge der Pandemie war sicherlich Miro oder es gibt auch andere Werkzeuge für unbegrenzte Arbeitsflächen in der digitalen Welt. Da kann ich meine Inhalte erarbeiten, dann in einen anderen Raum mitnehmen und ich kann natürlich auch Remote-Teilnehmer mit dazu nehmen und ich kann vor allem auch forschendes Lernen damit umsetzen, weil ich die Studierenden ins Feld schicken kann, sodass recherchiert wird und dann gemeinsam, wenn man wieder sich trifft, Dinge diskutiert werden können. Noch ein weiteres Beispiel, hybrides Tüfteln. Jetzt komme ich von der Informatikfakultät. Da geht es eben darum, auch tatsächlich das Digitale, was wir ja nicht sehen können, irgendwie in die Welt zu bringen. Also wieder mit Internet of Things, Dinge, die im Digitalen geschehen, in unsere Welt hineinzubringen.
und auch darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich an Hybridität nutzen, um komplexe Zusammenhänge nochmal anders zu verstehen. Ich habe heute bei einem der Vorträge ging es darum, Lernen wieder greifbar oder tangibel zu machen. Und eine von den Möglichkeiten ist es eben, dass ich mit physischen Objekten, die ich in der Hand habe, tatsächlich auch nochmal anders lernen kann. Ja, worum soll es heute gehen? Ich will ganz kurz, ich werde jetzt keine Definitionsdebatte machen, aber ganz kurz mein Verständnis von Hybridität darstellen, dann kurz darauf eingehen, wie wir erforschen im Rahmen des genannten Forschungsprojektes, was eigentlich geht, was wir schon erprobt haben, ein paar Beispiele bringen, dann eben auch darauf eingehen, wie wir diesen Wandel eigentlich durchführen möchten. Und ganz zum Schluss, da ich heute Last Man Standing bin, den letzten Vortrag mache, auch noch drei Denkanstöße mitgeben. Also, was bedeutet Hybridität eigentlich? Und ich definiere das mal so, einerseits, dass ich in mehreren Räumen, sowohl der physische als auch der digitale Raum, aber auch der Sozialraum, der Informationsraum, es gibt noch mehr Räume, dass ich die gleichzeitig denke bei der Planung, was ist eigentlich möglich und auch vielleicht gleichzeitig in diesen Räumen agiere. Und das bedeutet für mich auch, dass wir von diesem Denken, dass Zeit und Ort, dass das nicht so relevant ist, also dass wir zeit- und ortsunabhängig lernen, sondern es bedeutet für mich vielmehr, dass wir zeit- und ortsvielfältig lernen, also dass wir das nutzen, wo wir gerade sind und auch nutzen, zu welchem Zeitpunkt wir bestimmte Lernformate anbieten. Und was auch dazu gehört, ist, dass wir klassische Dichotomien entweder online oder vor Ort auflösen oder entweder ein formales Setting oder ein informelles Setting, dass wir uns davon so ein bisschen lösen. Und das Ganze nicht zum Selbstzweck, sondern wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch didaktische Formate aufleben lassen können, dass da eine gewisse Affordanz ist, dass das auch einfacher von alleine kommt, dass ich problembezogener, inklusiver, fallbasierter, projektorientierter, spielerischer und interdisziplinärer arbeiten kann. Und um das zu erreichen, gibt es natürlich neue Herausforderungen. Das Ganze muss orchestriert werden. Ich möchte das Ganze seamless erreichen, also dass ich nicht neue Hürden mit der Technologie aufbaue. Und das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Was sind die richtigen Rahmenbedingungen, Gelingungsbedingungen und welche Wirkfaktoren können wir da identifizieren? Es gibt durchaus ein paar Definitionen, was Hybridität oder hybride Lehre sein kann. Das sind jetzt Definitionen noch vor der Pandemie. Und da sieht man, das geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es eben darum, dass man viel experimentiert, dass es noch nicht so ganz greifbar ist. Da wird von einem Tanz zwischen Binaritäten gesprochen. Also, dass ich nicht genau sagen kann, bin ich im Physischen oder im Digitalen? Bin ich im Akademischen oder im Nicht-Akademischen? Also bringe ich Unternehmen mit vielleicht in die Lehrveranstaltung oder gehe ich mit meinen Studierenden raus in die Welt zu Unternehmen? Und ich kann das gar nicht mehr so richtig trennen, bin ich jetzt im akademischen Kontext oder nicht. Wenn man das so ein bisschen sich anschaut, was es da für verschiedene Systematiken gibt, dann habe ich hier nochmal zusammengefasst, welche Gegensätze es geben kann. Was hier auch gezeigt wird, wir beziehen uns ganz stark auf die Blended Space Theorie. Das sind so verschiedene Sichtweisen auf Räume, dass man sagt, es gibt den digitalen Raum, es gibt den Informationsraum. Ne? Also ich kann zum Beispiel zählen, wie viele Personen sind in einer Veranstaltung dabei. Ich kann gucken, wie ist die Aufmerksamkeit. Das kann ich in Zoom zum Beispiel auch gucken, wenn sich Personen melden oder nicht melden. Das sind dann Daten, die spielen im Informationsraum sich ab. Und ich habe natürlich auch immer einen Sozialraum. Ich habe, je nachdem, in welchem Setting ich bin, verschiedene Hierarchiestufen. Ich will jetzt nicht sagen, na doch, vielleicht doch auch Machtstufen, die ich da habe. Wenn ich in einer Online-Session bin, dann mache ich am Ende irgendwann die Session aus und dann ist jeder für sich wieder alleine. Wenn ich im physischen Raum bin, ja, dann passiert das Interessante eigentlich nach der eigentlichen Veranstaltung, dass Studierende zu mir kommen. Das zu überlegen, wie dieses Informelle auch im Digitalen vielleicht geht oder zumindest besser geht. Das sind Herausforderungen, mit denen wir uns auch beschäftigen wollen. Also jeder, der den ganzen Tag diese Online-Sessions erlebt, auch gerade bei Meetings, weiß, das ist teilweise anstrengender, weil man eben diese vielen Interaktionskanäle, die man im echten Raum hat, nicht unbedingt hat. Und man kann nicht schnell sich mit seinem Nachbarn kurz austauschen. Mit dem Chat habe ich eine andere Dimension, da erreiche ich immer gleich alle, aber es ist manchmal auch ganz gut, mit seinem Nachbarn sich auszutauschen und Dinge einander zuzuflüstern. So, und
ich will jetzt keine Definition hier festlegen, sondern wir haben für unser Projekt uns einfach überlegt, wir müssen ja irgendwie eine Arbeitsdefinition für uns haben, was wir darunter verstehen. Den Begriff Hybridität fest zu definieren, macht aus meiner Sicht im Moment keinen Sinn, weil es gibt zu viele verschiedene Verständnisse davon. Aber für uns in unserem Projekt, wir verstehen davon, dass wir vielfältige Formen der Kollaboration und Kooperation ermöglichen wollen. Wir denken immer den physischen Raum auf dem Campus und den digitalen Raum und dann eben noch zusätzliche Räume wie zum Beispiel den didaktischen Raum, den Wissensraum oder den sozialen Raum. Ja, wenn ich so ein bisschen reflektiere, was ist eigentlich in den letzten 2 Jahren passiert? Vor 2 Jahren hatten wir überall Präsenzlehre. Der Begriff hybride Lernräume, das war so was Exotisches, obwohl es den schon vor 10, 15 Jahren gegeben hat. Im Sommersemester 20, das war dann unser Notfallplan, also Hybridität damals kein Thema. Und dann plötzlich mussten wir ganz schnell lernen, was geht denn eigentlich? Was geht vielleicht auch an Lehrveranstaltungen oder an Lernsettings, was die Studierenden zu Hause durchführen? Und wenn ich jetzt 12 Monate zurückdenke, da waren wir sehr optimistisch. Da haben wir gedacht, wir können irgendwas Hybrides machen. Vielleicht nicht alle Studierenden gleichzeitig auf dem Campus haben, aber wir haben lange gefeilt, einen Stundenplan zu machen, sodass immer verschiedene Veranstaltungen stattfinden können. Und genau an dem Tag, wo das Semester losging, gingen die ersten Lockdown-Stufen los, sodass wir komplett diesen Stundenplan ignorieren konnten und wieder in die digitale Welt gewechselt sind. Daraus haben wir gelernt. Das Sommersemester nach der Lockdown-Phase war von vornherein digital geplant bei allen Hochschulen. Dritter Durchgang, also es ist so eine gewisse Normalität entstanden. Viele Dinge sind erprobt, aber so ein paar Sachen sind auch relativ ermüdend gewesen. Und jetzt haben wir eigentlich erst eine Hybridität, weil wir natürlich Präsenz machen und gleichzeitig Dinge übertragen müssen, weil nicht alle Studierenden auf dem Campus sein können oder sein wollen. Und die eigentlich spannende Frage ist, was passiert im Sommersemester nächsten Jahres? Wenn wir gelernt haben, was gut funktioniert hat in der digitalen Welt, uns aber auch nochmal überlegen, was hat eben gerade nicht gut funktioniert, welche informellen Austausche, welche Projektideen sind dort nicht gut besprochen worden. Also insofern, sich jetzt in den nächsten Monaten damit zu beschäftigen, ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass an vielen Stellen jetzt auch tatsächlich ein guter Zeitpunkt ist. Und wir sind es irgendwo uns auch selber schuldig. Die Pandemie hat uns ja alle geschlaucht. Aber wenn wir das jetzt nicht als Innovationsschub nehmen, dann war im Prinzip vieles umsonst. Und deswegen sollten wir darüber nachdenken, was wir in den nächsten Semestern hier planen. Und das ist genau das, was wir in unserem BMBF-Projekt gerade erforschen. Geplant, diese Forschung durchzuführen, schon vor der Pandemie. Und das machen wir gemeinsam mit dem Institut für Wissensmedien und dort mit eteaching.org und der TH Köln. Das Ganze wird gefördert vom BMBF im Rahmen Programm Empirische Bildungsforschung. Sind wir sehr dankbar für. Und die Hälfte dieses Förderzeitraums haben wir tatsächlich unter Pandemiebedingungen mehr oder weniger. Und die andere Hälfte werden wir erleben, wo wir wieder in eine Normalität kommen, die aber vielleicht anders ist. Und das ist aus meiner Sicht natürlich auch ein Gewinn, weil wir uns Dinge anschauen können, die funktionieren. Wie sieht unsere Forschung aus? Wir haben einen Design-Based Research Ansatz gewählt. Das heißt, wir machen mit ProfessorInnen Design-Workshops, probieren Dinge prototypisch aus. Also wir entwickeln auch das ein oder andere Tool im Kleinen und schauen uns dann an und nutzen den Scholarship of Teaching and Learning Ansatz, schauen uns dann an, welche Wirkfaktoren und Gelingensbedingungen können wir da eigentlich identifizieren empirisch. Und das machen wir erstmal bei uns an der Hochschule, also neue Dinge entwickeln. Und wir wollen aber vor allem auch lernen, was andere Hochschulen machen. Wir sind da schon sehr aktiv, schauen uns andere Hochschulen an. Wenn Sie jetzt irgendwo bei den Bildern, die ich vorhin gezeigt habe, sagen, das sind doch alles alte Kamellen, wir machen schon viel bessere Sachen, dann ist das super. Dann würde ich Sie bitten, melden Sie sich gerne bei uns, weil wir wollen genau diese Sachen, die woanders schon viel besser gelöst sind, lernen und dieses Wissen auch teilen und das Ganze aufbereiten als Entwurfsmuster, also als Beschreibung, wie man diese Lösung anpassen kann für seinen eigenen Kontext. Und wir sind dabei, diese Entwurfsmuster, diese Gestaltungsmuster in ein Repositorium zu stellen auf eteaching.org. Ende des Jahres werden wir die ersten 40 dort frei zugänglich bereitstellen.
Ja, was passiert bei uns im Projekt? Wir machen, wie gesagt, Design-Workshops mit Dozenten. Wir werden aber auch Studierende hier mit einbeziehen und bauen dann die ersten Werkzeuge direkt. Also das ist das Werkzeug, was ich vorhin kurz gezeigt habe, wo ich Dinge aus der physischen Welt relativ schnell, ohne einen Account zu haben, an so ein interaktives Whiteboard ranbringen kann. Andere Ideen, die wir gerade haben, ist, wie kann man eigentlich Seminare, die im physischen Raum und im digitalen Raum gleichzeitig stattfinden, besser organisieren. Also wenn ich an digitale Tools denke, dann gibt es da Breakout-Sessions und ich kann bei Breakout-Sessions immer sehr gut Informationen an alle Teilnehmer versenden. Braucht ihr noch 5 Minuten oder denkt dran, in 10 Minuten ist Schluss. Das geht so in physischen Räumen ein bisschen schwieriger. Da muss ich dann wirklich zu den verschiedenen Räumen gehen und zu überlegen, was kann ich vielleicht von den digitalen Werkzeugen in unsere physische Welt mit reinbringen, ist eine von den Fragen, die wir uns hier stellen. Und das machen wir, indem wir die Dozierenden mit einbeziehen. Das heißt, wir versuchen eine systematische Reflexion gemeinsam mit den Dozentinnen und Dozenten zu erheben und entsprechend die Lösungsansätze nicht einfach nur als gute Lösung zu verkaufen, sondern wirklich Indizien zu suchen, warum das wirkt, warum das tatsächlich funktioniert. Also ob die Studierenden auch ein besseres Lernerlebnis und im Idealfall auch ein besseres Lernergebnis haben. Und wenn wir solche stabilen Lösungen gefunden haben, dann werden wir die dokumentieren als Entwurfsmuster, das heißt als gestaltbare, wiederverwendbare Lösungsentwürfe, die für einen bestimmten Problemkontext geeignet sind. Und die werden wir auch begründen, das heißt, wir werden darauf eingehen, welches Problem wird eigentlich gelöst und welche Wirkfaktoren oder Einflussfaktoren gibt es und was sind Konsequenzen. Ist ja nicht mal alles gut, wenn man etwas digital macht, sondern manchmal muss ich auch eine gewisse Infrastruktur bereitstellen und nur wenn ich entsprechende Investitionen mache, kann das Ganze auch gut funktionieren. Also insofern die Konsequenzen sich mit anzuschauen ist ganz wichtig und wir wollen eben auch uns anschauen, was sind denn, also wir wollen nichts Neues unbedingt erfinden, sondern wir wollen erforschen, was existiert schon an guten Praktiken. Und im Prinzip sind das dann lokale Theorien, über was ganz Praktisches, nämlich lokale Theorien darüber, was funktioniert, also über gute Lösungsformen. Und da wollen wir das Wissen darüber entsprechend aufbereiten und weitergeben. Und das passt ganz gut zu diesem Design-Based Research-Ansatz, wo man eben erstmal eine Analyse- und Explorationsphase hat, dann Dinge konstruiert, entwirft und dann darüber reflektiert und die erprobten Interventionen dann natürlich wieder zurückspielen in neue Designphasen oder auch in Designphasen, wo ich Dinge verbessere. Und da spielen Entwurfsmuster ganz gut mit rein, weil ich nämlich genau das ja möchte. Ich möchte die erprobten Interventionen erfassen, beschreiben und auch gleichzeitig theoretisch begründen können, warum etwas funktioniert und worauf ich achten muss. Und das heißt, einerseits erfassen wir die Lösung. Das kann man nutzen, um neue Szenarien, neue Lösungen zu entwickeln und zu konstruieren. Und gleichzeitig helfen wir dabei auch, um Problemverständnis zu entwickeln und auf bestimmte Probleme, die gelöst werden müssen, auch schon gelöst werden können. Wir zeigen existierende Lösungen. Dabei können Entwurfsmuster helfen, eben dieses Problemverständnis auch gut zu vermitteln. Ja, und da vielleicht ein paar wenige Beispiele, was wir da an Mustern schon haben. Wir haben erstmal lange gesucht an guten, was wir so für gute Lösungen kennen, dann ein bisschen generalisiert. Und ein Beispiel ist eben zu sagen, dass wir in Zukunft mehr Designstudios sehen möchten. Da haben wir schon ein paar gefunden, wo man eben mit hybriden Mitteln arbeiten kann, Dinge präsentieren kann. Dann denke ich, dass wir den Campus noch viel mehr als Ausstellungsfläche auch nutzen können, um externe Besucher, aber auch die Studierenden zu inspirieren. Und da helfen digitale Medien natürlich dabei, solche Ausstellungen sehr viel einfacher zu machen, auch Informationen zu geben, was sehe ich da eigentlich, was ausgestellt wird. Und ich kann damit eben auch Pop-up-Ausstellungen sowohl auf dem Campus als auch woanders machen. Wir haben es mal ausprobiert, das war auch noch vor der Pandemie, ein Educational Pop-Up Store zu designen. Wir haben ein Einkaufszentrum direkt gegenüber vom Campus. Da sind wir mal für 2 Jahre reingegangen, um eben dort Workshops durchzuführen. Man sieht im Hintergrund, da sind echte
Besucherinnen und Besucher, die dort eigentlich einkaufen gehen, die wir aber eben für unsere Forschung begeistern können und wo Studierende direkt in einen Austausch mit anderen Personen kommen können, die nicht auch im Hochschulkontext unterwegs sind. Ja, und ein Muster, da bin ich mir noch nicht sicher, wie stabil das ist, aber wenn wir jetzt alle oder sehr häufig Lernvideos produziert haben, dann sieht man natürlich viele Studierende, die für sich ganz alleine vor diesem Lernvideo sitzen oder kann sich das vorstellen. Und eigentlich sehe ich Lernen immer als einen sozialen Prozess an. Und vielleicht brauchen wir in Zukunft auf dem Campus auch so kleine Lernkinos, wo sich Studierende, die schon vorhandenen Videos anschauen können, um danach in einen Dialog zu treten und miteinander Dinge zu diskutieren. Und als letztes Beispiel, wir sind ja hier auch so eine Art inverse Konferenz. Wir sind jetzt hier vor Ort mit einigen Personen und gleichzeitig gibt es ganz viele, die dazugeschaltet sind. Und das, was natürlich so eine Konferenz ausmacht, sind nicht nur die Vorträge und die Panels, sondern das ist auch die Kaffeepause, weil man genau dann darüber reflektieren kann, was gerade erzählt worden ist. Und das, denke ich, dadurch, dass viele Konferenzen das, was hier vermittelt wird, auch streamen, kann man in Zukunft auf dem Campus noch besser mit einbinden. Das heißt, ich kann mir Studierendengruppen vorstellen, die ich mitnehme zu so einer Konferenz, aber nicht mit denen reise, sondern ich nehme die mit, indem ich die Konferenz auf meinem Campus aufleben lasse und dort entsprechend auch die Pizza- oder Kaffeepause am Ende habe und dann den Diskurs mit den Studierenden so führe, wie ich das sonst auf einer realen Konferenz machen könnte. Ja, und das bedeutet für uns, wir müssen uns viel überlegen, wie der Campus sich ändert. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich sehe drei große Punkte, die wir angehen müssen. Wir müssen tatsächlich die physischen Räume verändern. Vielleicht brauchen wir weniger Vorlesungssäle. Wir müssen über eine zeitliche Flexibilisierung nachdenken. Was ist damit gemeint? Wenn wir hybride Angebote haben, wo ich ganz viel als Video abrufen kann, dann ist eigentlich das Interessante, dass ich mich mit den Studierenden auf dem Campus treffen kann. Und dafür muss ich aber die Raumnutzungszeiten anders planen. Also ich brauche vielleicht mehr Blöcke als die einzelnen oder diese zerrissenen Vorlesungszeiten, wo ich immer 90 Minuten pro Woche nur erzähle. Und wenn wir darüber nachdenken, wie der Campus geändert oder sich wandeln kann, dann müssen wir ein Thema immer mitdenken, nämlich wie wir das Ganze nachhaltig gestalten und zwar auch alle Nachhaltigkeitsaspekte dabei berücksichtigen. Also Raumtransformation, das sind alles tatsächlich Bilder, wie wir jetzt schon, wo wir Dinge umgebaut haben. Das ist unsere neue Bibliothek. Also ich denke, das sieht alles ein bisschen weniger nach klassischer Hochschule aus. Aber natürlich haben wir auch immer noch die Hörsäle. Und da werden wir aber immer mehr sehen, dass sich neue Raumtypen auch entwickeln. Auch Raumtypen, wo ich eben eine Online-Vorlesung durchführen kann, wo ich ein optimales Setup habe. Dann werden wir eben darüber nachdenken müssen, wie sich die Nutzungszeiten von Räumen und dem Campus auch verändern. Das ist so das Klassische, was man kennt hier. Wir haben eine Vorlesungszeit über 12 oder 14 Wochen, 5 Tage und dann gibt es eine lange Lernphase, Selbstlernphase und dann gibt es da Prüfungen. Das andere, was inzwischen auch schon angeboten wird, das machen wir gerade auch mit einem neuen Studiengang, Code und Kontext bei uns, wo wir in komplette Blockung gehen. Das heißt, wir haben eben 4 Wochen lang oder 2 Wochen lang ein Thema und wenn es geht, die Prüfung direkt im Anschluss. So, das sind aber vielleicht 2 Extreme, die man hat. Das eine kennen wir, das andere ist eher ein neues Modell. Und ich denke, dass wir in Zukunft noch ganz andere Modelle auch brauchen. Zum Beispiel, dass wir vielleicht nur 3 Blockphasen im Semester haben, um gleichzeitig auch noch Vorlesungsblöcke zu haben. Vielleicht werden wir in Zukunft auch neue Prüfungsformate sehen, die flexibler sind. Also wenn ich daran zurückdenke, dass ich die letzten 3 Semester, ich glaube 10 oder 12 Online-Prüfungen durchgeführt habe, wo jede Prüfung ausgewürfelt wird, das kann ich mir dann auch vorstellen, dass ich im Ad-hoc, wenn gerade das Praktikum vorbei ist, die Studierenden sind gerade drin im Thema, dann kann ich eigentlich jederzeit eine neue Prüfung auswürfeln. Ist nicht, vielleicht nicht ganz so praktikabel, aber ich kann es tatsächlich einmal die Woche oder alle 3 Wochen kann ich es anbieten, dass Studierende an der Prüfung teilnehmen.
Und vielleicht gibt es auch Phasen, wo man sagt, ein Tag die Woche, das ist hier unten, das sind hier unten die Blöcke, die dargestellt werden. Ein Tag die Woche wird als Blocktag verwendet, um eben dann gerade auch projektorientierter arbeiten zu können. Das ist für mich die größte Herausforderung. Also Räume, das ist schon ein großer Brocken, aber die zeitliche Struktur neu zu denken, ist relativ schwierig. Wir haben heute Nachmittag einen Vortrag gehört zum Experimentieren. Experimentieren ist super wichtig, Neues auszuprobieren, aber es ist immer gefährlich, wenn man etablierte, gut eingespielte Strukturen aufgeben muss. Und da sollte man drauf achten. Ja, und das Dritte, was ich gezeigt hatte, war, auf Nachhaltigkeit zu achten. Und diese 17 UN-Ziele, die sollten bei der Campusgestaltung aus meiner Sicht auch immer mitgedacht werden, um eben zum Beispiel inklusiver zu werden und allen Bildung zu ermöglichen. Ja, wie kriegt man sowas hin? Einerseits durch Partizipation, und zwar nicht nur, dass alle Dozenten mit ins Boot geholt werden müssen, sondern ich muss auch die Studierenden mit einbeziehen, was die für Ideen haben. Das Ganze geht Schritt für Schritt, also nicht zu schnell, und ich muss die verschiedenen Interessen ausbalancieren. So, jetzt gucke ich auf die Uhr, ich habe noch 3 Minuten, ich habe noch 3 Denkanstöße, die möchte ich noch ganz kurz loswerden. Also was ist so die Zusammenfassung? Das erste ist, was wir beobachtet haben, 30%. Was ist das für eine Zahl? 30% ist jetzt keine harte empirische Studie, sondern das, was mir anekdotisch erzählt wird, ist die Anzahl der Studierenden, die auf den Campus kommen, wenn sie die Wahl haben, entweder von zu Hause oder auf dem Campus zu sein. Und da kann man jetzt überlegen, ist das schon eine Disruption unseres Bildungssystems? Können wir das aussitzen oder müssen wir damit leben? Also diese 30%, die treiben mich wirklich um, wenn die studieren, und die sind nicht zu bequem, sondern die denken halt eben einfach drüber nach, lohnt sich das für mich, auf den Campus zu fahren? Und offensichtlich, viele kommen nicht mehr auf den Campus, und das heißt, wir müssen den Campus neu denken aus meiner Sicht. Das zweite, das ist eine Methode aus dem Kreativitätswerkzeugkoffer, nämlich einmal sich aufzuschreiben, was sind alles unsere Annahmen, die wir als gesetzt ansehen. Und die letzten Semester haben uns gezeigt, es kann alles ganz anders sein. Und deswegen einfach mal alles aufschreiben, was wir bisher nie in Frage gestellt haben, und wirklich überlegen, könnte es nicht auch anders gehen. Mein letztes Statement, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht komplette Online-Universitäten sehen werden, sondern der Campus wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, der Campus wird gewinnen, weil wir dort eine andere Form von Diskurs und Austausch haben, wir auch dort besondere Angebote schaffen können. Also nicht jeder hat die großen Maschinen bei sich zu Hause stehen. Und ich glaube aber, dass in Zukunft der Campus eben sehr viel mehr ein hybrider Lernraum werden wird. So, das sind die 3 Denkanstöße, die ich nochmal mitgeben wollte, und würde mich jetzt freuen, wenn noch die eine oder andere Frage im Chat kommt. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Christian, für die wunderbaren Einblicke, vor allem für die sehr praktischen und anschaulichen Beispiele. Wir haben noch ein paar Fragen im Chat, und auf die wollen wir auch eingehen. Wir werden zwischendurch nur mal kurz dann noch die Menschen abholen, die uns für das Closing dazustoßen. Mhm. Aber lass uns doch schon direkt mal am Anfang chronologisch war die erste Frage von Theresa Fritsch. Von wem ging die Initiative an der TH aus, dieses Projekt umzusetzen? Waren da mehrere Funktionsgruppen beteiligt? In welcher Breite wird das Projekt auch bei den Lehrenden angenommen? Ja, so Projekte werden ja irgendwo beantragt. Den Antrag habe ich geschrieben, aber eben zusammen mit dem Zentrum für Lehrentwicklung bei uns und entsprechenden Partnern. Und jetzt ist es so, dass wir eben gezielt die Lehrenden suchen, die da offen für sind, an solchen Design-Workshops dran teilzunehmen. Da hat uns die Pandemie natürlich auch ein bisschen geholfen. Da hat die Pandemie geholfen. Hans Gerd hatte die Frage noch ergänzt und geschrieben, wie wird es bei den Lernenden angenommen? Also die Lernenden sind sehr glücklich über die neuen Räume, die wir haben. Also die sind da sehr begeistert. Deswegen ist ja auch die Idee davon, mehr zu schaffen. Die Bilder, die ich gezeigt habe, da sieht man teilweise 5 bis 10 Personen drin. Das ist natürlich eine andere Größenordnung als der große Hörsaal. Deswegen, wenn wir sowas machen wollen, müssen wir eben auch darüber nachdenken, wie können solche Räume gebucht werden. Also ich muss eigentlich das gesamte Semester für solche Aktivitäten nutzen. Kurze Frage, du hattest es ja gesagt, du bist an der Fakultät für Informatik. Strahlt das aus?
zu den anderen Fakultäten der TH? Ja, also es sind alle Fakultäten an diesem Projekt auch mit beteiligt durch das unser Zentrum für Lehrentwicklung. Und wir sind da auch in einem sehr engen Austausch untereinander mit den Dekanen, aber auch mit den über 400 Dozentinnen und Dozenten, die wir bei uns haben. Und natürlich ist nicht jeder gleich begeistert für hybride Räume. Einige haben jetzt auch die digitale Welt für sich entdeckt und würden in Zukunft lieber nur noch digitale Lehre machen. Und ich glaube, wir brauchen aber den Kontakt zu den Studierenden. Mhm. Dann schaue ich da die nächste Frage. Erstmal kurz, Miriam Specht hatte kommentiert, super Idee, die Lernkinos. Also im besten Falle wird das demnächst auch an anderen Stellen übernommen. Steffen Prove schreibt, das ist wirklich toll, bin voll mit dabei. Wie sieht die Dauerfinanzierung aus? Oder war/ist das nur ein Projekt, das hinterher wieder bei wenigen Akteurinnen bleibt? Ja. Tatsächlich ist Finanzierung das kleinste Problem, so schräg wie sich das anhört. Nun ist es jetzt nicht so, dass wir die großen Geldsäcke haben und das alles einfach so stemmen können. Aber das, was ja die eigentlich großen Ressourcen sind oder die knappen Ressourcen an einer Hochschule, das sind die Räume. Und auch die Zeiträume. Ne? Also wann kann ich meine Veranstaltung durchführen? Also wenn ich sage, ich will 4 oder 5 Tage am Stück mit meinen Studierenden etwas erarbeiten, dann klappt das mit dem heutigen Stundenplan nicht. Also muss ich dann in die vorlesungsfreie Zeit gehen. Da sind die Studierenden dann wieder doch nicht ganz so glücklich drüber. Und das sind eigentlich die größeren Herausforderungen, zumal im Moment dann doch auch ganz gute Fördertöpfe offen sind, um Sachen auszustatten. Also da muss man natürlich einen Diskurs führen, wofür Mittel eingesetzt werden. An der Stelle kurz der Hinweis an alle, die jetzt gerade live dazukommen. Wir stecken noch in der letzten Session hier auf der Mainstage, die wunderbar besucht war, wirklich noch mit vielen Teilnehmern zu so später Stunde am Tag. Und dehnen Sie ein kleines bisschen aus für noch 3 Minuten, um die ein oder andere Frage zu beantworten, rund um die Frage, wie können hybride Lernräume langfristig aussehen? Und wir hören da gerade aus einem BMBF-Projekt und hatten einen Einblick in wunderbare, wirklich praktische, bildliche Beispiele. 2, 3 Fragen haben wir noch vor uns. Steffen Prove hat auch noch einen Zeitartikel gepostet, den man sich anschauen kann. Vielen Dank. Und Wolfgang schreibt, hybride Lehre wird ja oftmals als Online und Präsenz vor Ort in einem synchron stattfindenden Seminar diskutiert. Die vorgestellten Möglichkeiten scheinen alle anders gelagert zu sein und eher technische Aufwertung von Präsenzräumen und Blended Learning Formen zu sein. Ist das ein klares Plädoyer, auf die Stream-Multi-Vorlesung-Lösung zu verzichten? Nee, ist kein klares Plädoyer, denn das gehört für mich in dieses Repertoire mit dazu. Ich finde halt, das nur nicht ganz so, ja, nicht ganz so spannend, weil das machen wir ja schon. Ne? Das funktioniert auch. Mit ein paar Hürden. Also ich muss selber sagen, ich mache ja meine Veranstaltung auch hybrid und da kommen genau diese 30%. Und die kommen, also die da bei mir sitzen, mit denen diskutiere ich und die anderen sind doch eher passive Konsumenten. Und insofern glaube ich eben, dass digitale Medien ganz viel können, gerade Lernvideos, aber die reine Übertragung ist nicht immer das beste Format. Oliver fragt noch, wie könnten effektive Formate aussehen, um unsere Vorannahmen gemeinsam zu überprüfen? Ja, tatsächlich kann man sowas auch in Design-Workshops machen. Eine Idee, die ich habe, noch nicht umgesetzt, ist, dass man einfach mal so Standardannahmen aufschreibt, vielleicht auch so Designkärtchen macht und dann überlegt, was wäre, wenn das nicht gilt? Also was ist, wenn die Vorlesung eben nicht 90 Minuten dauert, sondern nur 90 Sekunden oder 9 Tage, ne, was wäre eine 9-Tage-Vorlesung? Solche Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen auf die verschiedenen Variablen, die ich eigentlich ändern könnte, das kann hilfreich sein. Wunderbar. Ich höre gerade, dass es jetzt Zeit ist, zum Closing zu kommen. Super. Daher vielleicht als letztes Statement von Steffen, klare Unterstützung für, und ich glaube, da war ein Typo, hin zum Campus, wenn dieser live, hybrid und agil wird. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne. Vielen Dank, dass Willkommen. Du vorbeigeschaut hast, Christian Kohls, bist extra auch aus Köln hergefahren. Toll, dich an Bord gehabt zu haben und auch schön, dass wir wirklich hier so spät am Tage nochmal also wirklich eine tolle Teilnahme hatten im Stream. Danke dir. Dankeschön. Also, tschüss. Ja.